Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge gegen Misuzune. Dieses Mal mit der Gunlance, ja. Krass, oder? Ja, mal schauen. Gunlance ist so eine Waffe, die ich... Es ist, glaube ich, meine am wenigsten gespielte Waffe überhaupt. Was traurig ist. An sich ist sie ja ganz cool, aber sie ist mir meistens immer zu langsam gewesen, da habe ich die Lanze bevorzugt. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, wie ich mich hier jetzt so anstelle. So. Dieses Mal alleine. Ja, auch mal hier alleine spielen, ja. Ich freue mich ja, dass ich, dann keinen Nachteil habe. Dass ich auch Online-Quests, oder vermutlich ist Online-Offline dann ja nicht geteilt, wobei ich nicht weiß, wie es hier dann wirklich ist, aber dass ich dann auch beim richtigen Let's Play die Online-Quests auch hin und wieder mal alleine machen kann und nicht gezwungen bin, auch mit anderen aufzunehmen, weil das dann natürlich vom Terminfinden etwas schwerer ist. Und ich will doch nur... Na egal. So, ja damit. Ich will nur hier ein bisschen Zeug einsammeln, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Zum Beispiel den Dude hier. Der gute Schneekäfer. Ja, wir machen wie gesagt den Misuzune. Ich will jetzt erstmal noch jede Waffe mal noch so eine Folge geben. Wenn wir schon die Demo spielen können. Mega lang ist er nicht mehr da. Wobei ich nicht weiß, ob man danach den Offline-Modus weiterspielen kann. Was ich mir vorstellen kann. Dass das so abläuft dann. Oh, her damit. Easy. Ja, ich bin immer noch happy über die Demo. Einfach, weil das Spiel mir Spaß macht. Obwohl es eine Demo ist. Aber ich brauche endlich das richtige Looten und Waffen machen. Ich fühle mich so schwach mit den Waffen und der Rüstung hier. her damit. Diese Geräusche von diesen komischen Schnecken, die sind so, ich weiß nicht, die hören sich so komisch an. Nicht von den Schnecken, von den Käfern hier. Also, wir sind, glaube ich, gleich da. Ah, okay, wir müssten eigentlich gar nicht weiter. Ich will trotzdem ein bisschen hoch. Aber Misuzune ist gerade auf dem Weg zu uns gewesen. Ich will aber den hier haben. Mindestens den hier haben. Und hier auf der anderen Seite noch das da. Easy. Ich muss mir echt angewöhnen. So ein bisschen habe ich schon drauf. Aber es fehlt definitiv noch gut was an Käfer-Skill. Oh, ich will da hinten hin, glaube ich. Mal schauen, ob ich es schaffe. Das müsste ja eigentlich recht easy sein. Woo! Wenn das nicht easy ist. So, denn hier gibt es auch. Wenn wir hier reinschlagen, dann geht es weg. Aber hier war, glaube ich, nichts. Okay. Na gut. Dann ab nach unten. Wow. Wow. Da, Misuzune, ich komme. Wir haben schön Zeug vorbereitet für dich, Misu. Du wirst dich freuen. Fangen wir mal mit einem guten alten Schneekäfer an. Und dann gleich erstmal wieder dieses Problem mit dem Steuerung herausfinden. Oh, ich habe getroffen. Gott sei Dank. Habe ich getroffen? Okay, das ist die Explosion. Oh, und... Okay, das werden... Okay. Ich bin gerade am Hardcore kaputt gehen. Oh, Schilden. Weg hier. Steuerung herausfinden ist gar nicht so easy. Oh, schnell. Heil. Oh. Schnell. Boah, ich weiß nicht, ich bin zu dumm wie die Gunlance gerade. Ich habe echt keinen Schimmer von der. Los, Marionettenspinne! Sorgt dafür, dass ich. Boom! Misuzune reiten kann. Geht doch. Und dann machen wir gleich ein krasses Wü von Feuer. So, hier erstmal gegen die Wand. Boom!
Boom! So macht man das. Und jetzt gibt's Stress. Oh, man kann richtig gut hier jetzt zielen. Das finde ich nice. Oh. Boom! Nee, das war der Move. Ich. Wie leid man nach, Mann. Okay. Ich weiß, es gibt so viele komische Sachen, die man mit der Waffe machen kann, aber ich war einfach kein Schimmer. Oh, ich bin jetzt voll am Schlittern. Was ist der Move? Okay. Läuft hier gar nicht, Mann. So, Feuerkäfer. Nein! Oh. Nein! Ich bin geschlittert. Fatz! Und Angriff! Boom! Oder auch nicht! Ich weiß, der Angriff hier. Boom! Ist super nice. Ha! Oh, ich kann nicht den. Ich muss hier weg. Ich weiß nicht mal, was meine Seilkäfer-Moves machen. Ich sollte es mir mal davor anschauen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich sollte es mir wirklich mal davor anschauen. Und nicht immer erst im Video. Oh Gott. Das kann nur Chaos werden. Ich bin schnell! Hilfe! So. Oh Gott, Schild. Oh! Okay, was ist das hier für ein Seilmove? Da gehe ich in die Luft und dann? Ah, okay. Da ist nichts Spezielles, Krasses gemacht, glaube ich. Und Schild. Und jetzt geht's ab! Der Beckenstoß! Boom! Haha! Nicht mit mir! Boom! Wo willst du denn hin? Oh Mann! Ich habe ja Spaß mit der Waffe, aber ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ja, super. Okay. Komm her, Doggo. Wir fangen uns eine Misozune. In unserer schönen Falle. Schockfalle. Oh je. Ich glaube, da oben ist auch noch eine Art Käfer, den man benutzen kann. Ich glaube, die Kobra, genau. Und die ist sogar ziemlich nützlich. Gegen Misu. Weil Misu ganz schön fies sein kann. Ja, ja. Hallo, Misu. Also, Misu ist ja echt richtig flott geworden in dem Teil. Was? Nö. Nicht mit mir. Boom! Oh. Ah. So, ich lege jetzt aber mal die Schockfalle hin. Bin hier hoffentlich sicher. Easy! Und jetzt kann ich eigentlich den hier machen. Boom! Und tschüss. Boom! Die Damage-Zahlen sind schön. Och, was mache ich denn? Mann, ich bin einfach Lanze zu sehr gewohnt. Ich wollte gerade ohne Scheiß einfach den Konter machen, nicht Depp. Mit der Gunlance. Nee, Misu, nicht mit mir. Hier, schön Ausdauer herholen und das hier. Oh, nee. Angriff! Buff! Ja, was hast du vor? Okay. Ich muss weiter das Schild draußen halten. Oh, gut. Was macht der Move? Wäre das ein. Das war bestimmt ein Counter gewesen. Okay, und. Genau. Okay, ich darf nicht. Ich wollte gerade wieder so einen Seilmove machen, aber ich glaube, ich brauche da beide Seilkäfer für. Oh. Wo? Ich glaube, meine Waffe ist aufgeladen wegen diesem anderen Seilmove. Und komm schon hoch! Scheiße. Oh! Nicht mit mir! Boah, ich fühle mich so.
Oh, wenn der Gegner nicht bei mir ist direkt, dann fühle ich mich so doof mit der Gunlance. Das ist, glaube ich, einfach ein normales Gunlance-Problem. Oh, du bist so weit weg. Wieso? Nein, tu mir das nicht an. Oh je, die ganzen guten Gunlance-Spieler, die denken sich nur, was macht der denn? Ist der dumm? Boom! Oh. Au. Na toll. Oh. Schnell hin, schnell hin. Oh, ich hab die nicht. Lass mich doch nochmal angreifen, ich bin so doof. So. Und komm schon, Beeilung. Tschüss. Nein, ah, oh, fuck. Ich will nicht sterben. Ich bin unter dem bis jetzt oft gestorben. Schön den hier rausholen. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Schnell durch die Items switchen. Oh, ich bin so schnell. Ich habe nicht aufgepasst. Wie bin ich auf meinen Hund gekommen? Mann, ich habe Spaß. So, hier, komm schon. Dich hole ich mir. Angriff! Boom! Au. Ach, komm schon. Ah, was hast du vor? Aua! Wie sie mich trotzdem erwischt hat. Wie er mich trotzdem erwischt hat. Ich habe gerade nicht volles Leben. Das macht mir leicht Angst. Was schlimm ist hier, wie schnell man Angst haben muss wegen Leben. Wenn man hier einfach extrem viel Damage bekommt. Den Kopf haben wir immerhin schon kaputt gemacht. So. Hallo. Nicht mit mir. Angriff! Watz! Boom! Watz! Oh, Baby! Und der nächste! Boom! Na du? Oh, jetzt schreist du einfach. Ach, wo rennst du denn hin? Oh! Da! Oh. Die Wassermoves sind so fies von Misu. Zum Glück habe ich ein krasses Schild. Komm mal still. So. Und komm schon! Oh! Warum war das gerade so knapp? Ach, komm schon. Nein! Ach, übel. So viel Schaden gerade verloren. Das habt ihr nicht gesehen. Boom! Ah, schade. Ich weiß, wenn man in der Luft diese Explosion macht, dass man dann so halbwegs rumfliegen kann. Das ist ziemlich cool. Boom, jetzt komm schon. Was? Steck! Oh, 78 Schaden. Ah! Also ich kenne so ein paar Moves. Ich habe keine Ahnung von der Waffe, aber ein paar Sachen kenne ich schon. Ich habe ja schon ein bisschen Zeug gesehen. Und ganz selten habe ich sie mal gespielt. Ich meine, ich habe sie ja am wenigsten von allen Waffen bisher gespielt. Also in GO vermutlich und Iceborne zusammen und so. Aber also, ja, ganz genau ein bisschen habe ich sie ja schon mal ausgetestet immerhin. Ich will ja jeder Waffe mal eine Chance geben. Ich weiß so, das ist wirklich eine von den Waffen, wo ich nicht so happy mit bin. Also, wo, es ist halt einfach nicht meine Art zu spielen. Oh nein. Und ja, ich wollte jetzt aber trotzdem mal noch eine Folge machen hier mit dieser schönen Waffe. Einfach mal, dass ich jede gespielt habe in der Demo. Es wird vermutlich weiterhin meine am wenigsten gespielte Waffe, aber hey, wer weiß. Meinungen ändern sich. Ich fand eine Zeit lang Langschwert ziemlich öde. Mittlerweile finde ich es eigentlich ziemlich cool. Meinung! Bleib mal stehen, bitte. Oh ja, und. Nein! Ich wollte explodieren, Mann. Warum machst du das? Warum tust du mir das an?
Komm schon. Oh, man kann sich komplett drehen. Oh, geil. Sag mal, kann man sich komplett drehen. Man kann auch irgendwie irgend so ein Sticky-Ding in den Gegner reinhauen, wobei ich nicht weiß, ob das nur eine Eisbahn-Sache ist und es hier nicht gibt, aber ich glaube, es gibt es hier auch. Und dann jedes Mal, wenn man explodiert, also wenn man einen Explosionsangriff auf den Gegner macht, dann gibt es nochmal eine extra Explosion. Wie man den macht, weiß ich aber nicht. Boom! Oh nein. Ah, Mama! Alter, du. Der ist doch fies. Ich brauch noch eine Falle. Und dann ein Nullbärre. Nein! Oh, ich werde trotzdem erwischt. Okay. Oh, knapp. Wieso komm her, bitte? Bitte geh hier rein. Ich leg jetzt auch mal. Bitte schieß auch nicht drauf. Das war cool. Ich leg hier jetzt mal die Dinger hin. Okay, du kommst her. Ha! Nice! Ach, ich bin nicht. Oh, ich habe keine Muni. Oh, das ist so ein Cockblock. Au. Alter. Meine Megatränke sind aus. Ich schluck hier so viel Megatränke, das ist übel. Ich will aber auch gut Damage machen, ja? Boom. Und jetzt bist du natürlich 10 Kilometer weiter weg. Oh, wie anstrengend. Boom. Nein, mach doch. Ach, ich bin so dumm. Ich krieg's nicht hin. Ich meine, ich habe ja anscheinend guten Schaden gemacht. Obwohl, 17 Minuten, so schnell war es jetzt nicht. Hätte mich besser anstellen können. Aber immerhin habe ich mich so doch irgendwie halbwegs kaputt bekommen. Eieieiei. Und mit etwas Glück ist meine Waffe auch gleich noch. Ist mein Wyvern-Dinger auch noch aufgeladen. Bis ich bei Miso bin. Ich bezweifle es aber irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass Miso pennen geht. Das sehen wir dann. Eieiei. Ich weiß, ich habe gerade viel gemeckert. Aber ja, ich meine. Ich freue mich, wenn Leute die Gunlands mögen. Weil ich weiß, mit der kann man gut Damage raushauen. Bin ja gespannt. Giftkröte. Ja, ich bin ja gespannt, ob ich die irgendwann mal doch etwas mehr mögen werde. Momentan sieht es aber eher so aus, dass es nicht so ist. Aber hey, ich möchte jeder Waffe eine Chance geben. Ach hier hinten ist auch noch so eine Kobra. Miso pennt nicht, wie ich es erwartet habe. Miso stinkt. Oder wollte Miso gerade pennen? Oh. So, was wir den hier machen. Und weg hier. Vergiftet. Und boom. Oh. Hast du... Habe ich getroffen? Nein. Oh, du Fiesling. Du Fiesling Miso. Boom. Und jetzt habe ich meinen Move nicht mehr. Schade. Schade. Wirklich. Kann ich zu ihr schlittern, während das nicht das war? Zu ihm? Ich sag immer ihr. Boom! Immerhin damit weggenudelt. Heieiei. Geschafft. Okay. Okay. Ihr habt's gesehen, ich hab's geschafft. Das nächste Mal eine andere Waffe. Oh, ich hab noch so ein paar Waffen vor mir. Nicht mehr allzu viel eigentlich? Ich weiß gar nicht. Doppelklingen fehlen mir. Da habe ich noch kein Video zu gemacht. Und Lightbowgun glaube auch nicht. Schwert und Schild und Morphax nur so halb gegen kleinere Monster. Ah ja. Und dann noch ein paar... Ich weiß gerade nicht, was ich alles schon gespielt habe. Hammer zum Beispiel habe ich auch noch nicht gespielt. Ah ja. Ich würde mal sagen, hey, schaut mal in die Beschreibung rein. Da ist ein Discord-Server. Da gibt es dann auch schön geil Leute, die auch Monster spielen wollen. Und ich natürlich auch. So, das war's dann aber mit dieser Folge. Oh yeah.
Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.